Es herrscht erst einmal gute Stimmung an den Märkten heute nach der Frankreich-Wahl. Die Pi mal Daumen zwar so ausgefallen ist, erwartet also doch eine ziemlich herbe Klatsche für Macron. Aber die Hoffnung der Märkte ist, dass Le Pens Partei Rassemblement National nicht die absolute Mehrheit dann in der Ende der Woche anstehenden Stichwahl bekommen wird. Und diese Hoffnung ist unterfüttert durch diesen Kuhhandel, wie es heißt, zwischen der linken Volksfront und Macrons Partei. Die sagen, also wer am wenigsten aussichtsreich ist in dieser Stichwahl, weil der zieht sich zurück. Dadurch können wir die Stimmen bündeln und versuchen eben den Rassemblement National zu verhindern. Ob das gelingt, ist eine andere Frage. Aber Sie kennen mich ja als absoluten Dauerbullen an den Märkten. Aber es gibt zwei ziemlich triftige, ziemlich valide, ziemlich schwergewichtige Gründe, warum diese Freude, dieser Jubel, den wir heute jetzt erstmal sehen im europäischen Handel, nicht lange anhalten wird. Der erste Grund ist der, dass Macron dann gezwungen ist, einen linken Ministerpräsidenten zu ernennen. Und wir wissen ja, das ganze Thema ist ja wegen den Schulden, weil man sich sagt, naja, die Rechten würden Schulden machen, also Le Pens Partei. Und die Linken, die würden sogar noch mehr Schulden machen. Das heißt, wenn jetzt Macron verhindern will, dass der Rassemblement National, also die rechten Parteien, an die Macht kommen als Ministerpräsident, dann muss er jemand von den Linken ernennen. Und das ist keine gute Nachricht für die Märkte um der Löngren, denn das bedeutet noch mehr Schulden. Und genau wegen den Schulden sind die Märkte doch unruhig geworden. Und das Gleiche gilt auch für den zweiten Grund. Und das ist Sir Donald, der nun sehr wahrscheinlich oder viel wahrscheinlicher neuer Präsident, neuer und alter Präsident in den USA wird, nachdem die Demenz von Biden so offenkundig geworden ist, dass die Demokraten, die US-Demokraten jetzt in der Zwickmühle sind. Entweder wir servieren ihn jetzt ab, wenn er das aber selber nicht will, dann können wir es nicht. Und je später das passiert, umso schwieriger wird es, einen neuen Kandidaten aus dem Hut zu zaubern. Aber was Trump bedeutet, das haben wir am Freitag bereits gesehen. Die Renditen sind gestiegen und das macht durchaus Sinn, denn Donald Trump heißt, mehr Schulden heißt mehr Inflation bei wahrscheinlich niedrigeren Zinsen, also ein hochinflationäres Umfeld. Und deswegen steigen die Renditen, weil die Käufer von Anleihen sich sagen, was, in einer solchen Konstellation, da brauche ich richtig Rendite, brauche ich richtig Risikoausgleich, denn ich höre die Nachtigall schon trapsen. Schauen wir uns die Dinge mal an, meine Damen und Herren, wie sie sich jetzt zu Wochenbeginn darstellen. Hier sehen wir Euroanstieg, der Future auf den CAC 40 sind, ist fast 3% gestiegen zwischenzeitlich. Hier sehen wir hellblau mal all die Gebiete, wo der Rassemblement National, also Le Pens Partei, gewonnen hat. Wir sehen auch ein paar linke Einsprengsel und ein paar von Macron. Das sind dann eben wahrscheinlich die Großstädte wie Paris oder diese Regionen um die Großstädte herum. Und die Freude ist groß, weil natürlich jetzt ein Worst-Case-Szenario schon ein bisschen eingepreist war. Oh Gott, was ist, wenn Le Pen dann die absolute Mehrheit bekommt, was ja nach wie vor nicht ausgeschlossen ist, aber etwas weniger wahrscheinlich geworden ist. Aber was die Märkte eben übersehen, ist, dass jetzt wahrscheinlich die linke Alternative wahrscheinlicher ist. However, wir sehen, dass eben die Unsicherheit groß war, aber was man auch übersieht, wie Daniel Stelter sagt, 65% der Wähler haben sich für eine extreme Partei entschieden, also entweder für die Volksfront von Judäa oder die jüdische Volksfront oder eben für Le Pens Rassemblement National. Und genau da ist eben der Casus Knaxus, dass ohnehin ja die Partei von Macron schon über ihre Verhältnisse gelebt hat, was Frankreich betrifft. Man hat ja die Staatsverschuldung massiv hochgefahren, hat 5,5% Defizit zum PIB, und das würde unter einem Linken nicht besser. Hier sehen wir mal das französische Verhältnis zwischen Schulden und dem Leistungswachstum der Wirtschaft, und unten sehen wir Deutschland. Da ist Deutschland deutlich besser aufgestellt. Frankreich ja sehr, sehr wichtig. In der unteren Grafik ist das zu sehen für die deutschen Exporte. Und rechts oben sehen wir, dass die deutschen Anleiherenditen steigen um 5 Basispunkte, die französischen also um 2 fallen. Also der Risikoaufschlag französischer Staatsanleihen zu Deutschland, der hat sich jetzt deutlich verringert. Und apropos Risikoaufschläge, die müssten natürlich faktisch viel höher sein, aber es ist die EZB, die das ein Stück weit verhindert hat und die damit letztendlich auch dieses Drama mit verursacht hat. Denn wäre da nicht die EZB gewesen, dann hätten die anderen Länder, hätten manche Länder, die unsolide unterwegs sind, eben sich nicht so stark verschulden können. Also die EZB, wie Robin Brooks hier zeigt, als Ermöglicher
ausufernder Schulden. Aber dieses Spiel sind die Finanzmärkte vielleicht nicht mehr bereit mitzumachen. Das haben wir bei Liz Truss in England gesehen. Die wollte auch wunderbare Steuersenkungen machen, die das Defizit, die Schulden nach oben getrieben hätten. Die Märkte haben gesagt, no way, haben die Renditen nach oben geschickt. Und am Freitag, da ist das passiert, was ich im Marktgeflüster am Freitag ja thematisiert hatte. Wir hatten einen sehr heftigen Anstieg der Renditen in UK, in USA, 4,4% sind wir jetzt, das ging sehr, sehr schnell, eben aus diesen Gründen. Trump bedeutet Inflation, Trump dürfte die Fed versuchen zu zwingen, dann gleichzeitig die Zinsen zu senken, er schmeißt Migranten raus, was die Löhne massiv nach oben bringt, Arbeitskräfteknappheit wahrscheinlich macht, er würde Zölle anheben, auch das inflationär, und er würde Steuern senken, auch das inflationär, und vor allem natürlich für die Haushaltslage der USA ein riesiges Problem, und da fangen jetzt die Märkte an, mit den Füßen abzustimmen. Was wird jetzt kommen bei den Demokraten? Das ist die Frage. Wir sehen hier mal die gesamte Hauptseite der New York Times, ja eigentlich den Demokraten sehr nahestehend, mit 10 Artikeln, die sagen, warum Biden jetzt aufgeben sollte, weg muss. Das ist schon ein bemerkenswerter Sinneswandel, der da stattgefunden hat. Das Problem für die Demokraten ist, die anderen Kandidaten, die da in Frage kämen, eine Harris, eine Buttigieg, ein Newsom, die hätten nicht unbedingt bessere Chancen als Biden, selbst wenn der offenkundig dement ist. Jetzt sagen selbst die Hälfte der US-Demokraten, Biden müsste jetzt abtreten. Christian Rieck hat hier ein interessantes Video gemacht, Demenz gegen Clown, wo er versucht, diese Hintermänner zu thematisieren, also das Team, das sozusagen sich Einfluss verschafft, das dann faktisch wahrscheinlich die Herrschaft hat, wenn du einen so alterssenilen Präsidenten hast wie eben Biden, und wenn du dann einen Clown hast wie Donald Trump, gibt ja das türkische Stichwort, wenn ein Clown in einen Palast zieht, dann wird er nicht ein König, sondern der Palast wird zu einem Zirkus. Und bei aller Liebe, bei allem Verständnis, bei aller Unzufriedenheit über das, was da unter Biden auch passiert ist, es ist natürlich jetzt auch nicht der allerseriöseste Kandidat, Seth Donald, der mal eben dann Sex mit einem Pornostar hat, während seine Frau schwanger ist. Das ist noch einer der geringsten Vergehen. Also jemand, der es auch mit der Wahrheit nicht so allzu genau hält, aber natürlich manche Dinge auf den Punkt bringt, die wirklich schief laufen. Zum Beispiel Migration in den USA, riesiges Thema. Und jetzt sagen auch 70% insgesamt der Wähler sagen, also Biden sollte abtreten. Hier mal ein Vergleich, 2012, da war Biden noch so topfit in einer Diskussion mit den Republikanern. Jetzt ist er nur noch eine Maske. Also es ist völlig klar, im Grunde ist Biden politisch tot. Die Frage ist nur, werden die Demokraten das anerkennen, realisieren und handeln, oder laufen sie ins offene Verderben und verlieren diese Wahl haushoch? Bill Ackman sagt hier, ich habe jetzt mit einem der respektiertesten Ärzte in der Welt gesprochen. Er sagt, es ist so offensichtlich, dass Biden dement ist, Parkinson oder Alzheimer, und dass dieser Abstieg nicht linear verläuft, sondern dass er sich beschleunigen wird. Und die Frage ist ja wirklich, warum tut man diesem Mann das an? Das ist alles andere als menschenfreundlich hier, könnte man sagen. Und hier sehen wir dann zum Beispiel auch das Wall Street Journal, das über dieses G7-Treffen berichtet. Da musste Biden schon einen Tag früher anreisen, damit er sich dann ausruhen kann. Dann konnte er, weil er zu schwach war, nicht am Abendessen teilnehmen der G7 führenden Köpfe. Und da werden ja die wichtigen Entscheidungen getroffen, da werden die wirklichen Absprachen getroffen, da war der US-Präsident nicht dabei. Und das ist genau das, was natürlich jetzt in Amerika so problematisch ist. Du bist die Weltmacht und hast einen Führer sozusagen, der zu schwach ist, um an einem Abendessen teilzunehmen, wo eben diese Absprachen und Entscheidungen getroffen werden. Unakzeptabel. Das wird nicht lange gut gehen. Jetzt ist die Frage, wie verhalten sich die Geldgeber? Hier ist eine Meldung, dass die top-demokratischen Geldgeber sagen, nein, nein, haltet an Biden fest. Andere Meldung, nein, die werden jetzt richtig unruhig und sagen, der muss raus. Die Familie, vor allem Jill, seine Frau, hat wohl jetzt ihn ermuntert, weiterzumachen. Das ist hochproblematisch aus meiner Sicht. Vielleicht gibt es da Eigeninteressen etwa, die hier eine Rolle spielen. Also, das wird jetzt natürlich spannend. In den nächsten Tagen dürfte die Entscheidung fallen. Wenn die Demokraten Biden nicht absetzen, dann haben sie jetzt schon verloren.
wenn sie einen neuen Kandidaten jetzt ins Rennen schicken, dann wird das natürlich nochmal richtig spannend. Aber spannend war es auch in den Märkten im ersten Halbjahr. Da sind wir Tech vor allem wieder der große Gewinner. Hier mal sozusagen von Jahresbeginn an bis dann den letzten Juli-Handelstag. Eine Nvidia mit 149%, ganz bescheidene Performance. Also das ist sozusagen dieser massive Lauf gewesen. Technology und Communication Services waren hier die großen Gewinner der ganzen Geschichte. Hinten Materials, Real Estate, all diese Dinge. Und wir sehen, dass die Marktbreite ja so schwach war in diesem ersten Halbjahr. Wir hatten jetzt 5 Handelstage in Folge die Situation, wenn der S&P gestiegen ist, dann ist das unter geringer Marktbreite passiert. Wenn der S&P dagegen gefallen ist, unter sehr großer Marktbreite passiert. Das ist natürlich eine sogenannte Distribution, die wir hier sehen. Und wir sehen, dass gleichzeitig eben der S&P 500 den gleichgewichteten Equal Weight jetzt so stark outperformt hat in diesem halben Jahr wie in den letzten 34 Jahren nicht mehr. Gleichzeitig ist es so günstig, wie selten zuvor, sich abzusichern mit Puts, wenn mal etwas schief gehen sollte. Aber was soll schon schief gehen? Goldman Sachs zeigt ja hier, dass die erste Hälfte des Julis eigentlich sehr, sehr gut ist, warnt aber gleichzeitig seitens einer anderen Abteilung, dass nach dem Unabhängigkeitstag, der jetzt am Donnerstag gefeiert wird, dann vielleicht ein paar die Chips vom Tisch nehmen. Hier sehen wir, normalerweise haben wir im Vorfeld des 4. Juli eher bullische Märkte. Danach wird es ein bisschen bärischer. Mal sehen, wie es diesmal so kommt. Wir haben heute auch Wirtschaftsdaten. Also im Einkaufsmanager-Index wichtig. Wie schaut es da aus mit die Konjunktur? Zuletzt waren wir ja mit 49,2 wieder schrumpfend im verarbeitenden Gewerbe, während die Preise weiter deutlich steigen mit 55,8. Wir haben dann noch morgen eine Rede von Jerome Powell in Sintra bei der EZB-Konferenz. Dann die JOLTS, also die offenen Stellen. Dann haben wir die Minutes der Fed und so weiter. Und dann vor allem den Arbeitsmarktbericht am Freitag, nachdem der Donnerstag ja handelsfrei ist. Und wenn wir nochmal kurz einen Blick auf die Konjunktur werfen, sehen wir hier zum Beispiel Commercial Construction Starts, also was im Gewerbeimmobilienbereich an Baubeginnen passiert, total kollabierend. Wir sehen, dass Lumber kollabiert, also Bauholz, das was für die US-Immobilienwirtschaft natürlich zentral ist. Also wir sehen, dass der Housing-Sektor offenkundig schon ein richtiges Problem hat. Ein Problem hat auch Boeing. Da wird jetzt das Justizministerium eine Klage einreichen gegen Boeing. Und das könnte weitreichende Konsequenzen haben, auch in Sachen Leasing, in Sachen, naja, muss man diese Flugzeuge am Boden lassen? Wenn Sie sich mal amerikanische Foren anschauen, da sagen viele, ich steige nicht in eine Boeing ein, und die haben teilweise auch gute Gründe. Gute Gründe gibt es auch für eine Anzeige jetzt des Justizministeriums gegen Roaring Kitty wegen seiner Tweets, vor allem in Richtung GameStop. Marktmanipulation wird ihm da vorgeworfen, und ich glaube, dieser Vorwurf ist alles andere als unberechtigt, der mit seinen Tweets dann solche Short Squeezes bei GameStop hervorgerufen hat. Und schauen wir nochmal nach China. Da hatten wir relativ schwache Daten wieder. Manufacturing PMI 49,5, also weiter schrumpfend. Wir haben Non-Manufacturing, also den Service-Sektor, leicht wachsend 50,5. Aber man sieht das als tendenziell negativ. Deswegen die 10-jährige Anleiherendite auf einem neuen Allzeittief in China. Gleichzeitig hausieren Aktien von seltenen Erden, weil China jetzt weitere Beschränkungen für seltene Erden für den Export derselben erlassen will. Und das ist keine gute Nachricht für die Freunde der Energie. Wende hierzulande, denn die brauchen wir, sonst wird nicht funktionieren, was ohnehin nicht funktioniert, aber Schwarm drüber, gell? Wir sind ja optimistisch, so wie die Japaner, die zwar jetzt von minus 1,8 auf 2,9% im letzten Quartal ihr BIP runter revidiert haben, aber insgesamt optimistisch bleiben, gell? Auch der Yen bleibt optimistisch. Dollar-Yen steigt jetzt erstmals über die Marke von 161. Und vorhin habe ich schon erwähnt, wir werden wahrscheinlich bis 2035 mal ganz entspannte 1200 Milliarden Euro für diese Energiewende ausgeben. Da steigt die Abgabenlast. Wir haben 40% Abgaben, Polen etwa, USA 24%. Belgien liegt ohnehin liegt ähnlich hoch wie wir. Das alles
bei einer verfallenden Infrastruktur, einer digitalen Wüste, einem niedergehenden Bildungssystem. Und die Politik, die jammert, wie Daniel Stelter sagt, ohne Schulden würde es nicht gehen. Wir müssten das Geld nur effektiver einsetzen und nicht etwa für manche Sozialleistungen rausschmeißen, für eine Energiewende rausschmeißen, die faktisch nichts ändert und niemandem etwas bringt, sondern nur die Wirtschaft eben weiter belastet, die dann sagt, sorry, wir müssen jetzt woanders hin. Abschließend drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Gaspoker zwischen Russland und China. Hochinteressanter Artikel, was da hinter den Kulissen passiert. Man denkt ja immer, die sind so freundlich zueinander, weit gefehlt. Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen über Social Media. Dann DAX und Euro jubeln, trotz Le Pen Sieg. Warum und ob das nachhaltig ist? Zweite Empfehlung. Und die dritte und letzte Empfehlung, meine Damen und Herren. Nvidia-Korrektur, geht die weiter? US-Wahlkampf, Konjunkturzweifel, was wird jetzt bei den US-Märkten passieren, an der Wall Street passieren? Also diese drei Artikel empfehle ich und sage jetzt Servus, ciao.